Hi Leute, weiter geht's mit Letzte Retro Pokémon, die rote Edition. Wir machen jetzt erst einmal heilen wir unsere Pokémon. So, heilen. Und dann geht es weiter, denn jetzt machen wir von der Geschichte her weiter, also von unserem Auftrag oder von unserer Mission, der beste Pokémon-Trainer überhaupt zu werden. Wir gehen jetzt auf die Route 21. Hier gibt es wieder lauter Tentacher, aber auch ein paar Schwimmer und so. Und auch ein paar Angler auf einem Steg. Oh, okay. Ich nehme an einem Triathlon teil. Schwimmer möchte kämpfen, besitzt zwei Pokémon und setzt Sterndur ein. Los, Volteball! Lichtschild! Kreideschrei. Ultraschall. Das machen wir noch fertig. Du schaffst das, Volteball. So, ich überlege gerade ein Tackle. Ah, nein. Wir halten noch keinen Eingriff mehr aus. Das heißt, Ultraball muss jetzt unbedingt besiegen. Also nehmen wir Ultraschall her. Tackle ist mir zu riskant. Ultraball erreicht Level 30. Juhu! Schiller kommt in den Kampf. Wir wechseln erstmal nicht. Wir wechseln gleich, aber noch nicht jetzt. So, jetzt wechseln wir. Hallo, Schiller. Sieh mal, ein Turtok. Oh, ist das gemein. Wir beißen zurück, Turtok. Das beißt uns nochmal. Beißen auch wir zurück. Das war's. Schwimmer wurde besiegt. Echt Schnauf. 165 Poké-Dollar hat. Hey, Volteball entwickelt sich! Volteball wurde zu Elektroball! Da, Elektroball. Das ist der Ruf. Elektroball gibt es nirgendwo. Elektroball, ein Ball-Pokémon. Größe 1,2 Meter, Gewicht 66,6 Kilogramm, Nummer 101. Dieses Pokémon speichert große Mengen Strom. Es explodiert oftmals ohne äußeren Einfluss. Cool. Dann wird gleich mal getauscht. Elektroball kommt nach hinten. Und wisst ihr was? Wir sind ja gerade eigentlich erst los. Ich glaube, das mache ich auch. Ich reise jetzt nochmal nach hinten. Zurück zur Zinnoberinsel. Ist er gleich hier? Und genau deswegen habe ich noch mal getauscht. Schnell. Tentacha. Level 15. Los, Dodo. Heuler! Furienschlag!
So. Wir gehen jetzt erstmal unsere Pokémon heilen. Und dann gehen wir hierher an Bills PC. So, wir wechseln jetzt mal auf die Box, in der die voll entwickelten Pokémon sind. Hier Box 7. Da legen wir jetzt Elektroball ab. Dann wechseln wir auf Box 2. Nehmen dort eines der Magmas mit, bei Level 34, also ist das egal. Wechseln wieder zurück auf Box 7. Legen Magma ab. Dann gehen wir schnell auf unseren PC. Nehmen ein Item auf. Eigentlich sogar zwei. Nämlich das Helix-Fossil. Oh, den wollte ich nicht aufnehmen. Ablegen. Lüftöffner. Ich wollte eigentlich eine TM wieder zum Verkaufen aufnehmen. So, die verkaufen wir auch gleich. Für 2000, cool. So, und dann gehen wir jetzt hier rein und holen uns unser Pokémon ab, das wir haben auferstehen lassen. Wo warst du? Und wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Aerodactyl, ganz wie ich es vermutet habe. Winterheld Aerodactyl! Nein, kein Spitzname. Hallo, ich leite hier für die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von Nutzer-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, das Helix-Fossil. Oh, das ist ein Helix-Fossil. Es ist ein Fossil von Ammonitas, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Ja, bitte. Gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Winter übergibt das Helix-Fossil. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Okay, machen wir. Dann können wir auch hier gleich den PC benutzen. Wir sind ja noch an Box 7, also können wir Aerodactyl gleich ablegen, denn das entwickelt sich nicht. So, mitnehmen tun wir jetzt aber noch kein Pokémon. Aber wir können schon mal wechseln. Wieder auf Box 2. So, Pokédex. Erstmal das Aerodactyl ansehen. Da ist es, 142. Das ist der Ruf, Gebiet nirgends, es ist ja ein Fossil. Aerodactyl, Fossil-Pokémon, Größe 1,8 Meter, Gewicht 59 Kilogramm, Nummer 142. Ein wildes Urzeit-Pokémon, das sich mit gezackten Klauen auf seine Beute herabstürzt. Cool. So, und der Grund, warum wir uns jetzt noch kein Pokémon holen, ist folgender, wir fliegen jetzt nach Azuria City. Hier, Azuria City. Eigentlich können wir das Fahrrad benutzen. So, einmal hier zerschneiden, bitte.
Danke. So, und dann gehen wir jetzt nachsehen, wie weit Knuddeluff ist. Um ein Level. Nein. Bis später. Das... Knuddeluff muss ich, glaube ich, um 50 Level, mindestens 50 Level erhöhen. Das wird also anscheinend noch dauern. Dann fliegen wir jetzt wieder zurück. Machen wir weiter. Dann nehmen wir jetzt doch noch ein anderes Pokémon mit. Mal sehen, welches. Mag man natürlich nicht, das tauschen wir. Wir könnten Slimer mitnehmen, damit er sich zu Slimehawk entwickelt. Machen wir das. So, das passt auch hier genau rein. Dann wird es noch kurz geheilt. Gut, und jetzt, Leute, machen wir weiter auf Route 21. So, wir hatten ja hier rechts irgendwo einen Typen gesehen. Ach, er ist mein Tentacha. Level 5. Ich mach trotzdem einen Heuler. Furienschlag. Da ist er. Genieße die Sonne und den Wind. Schwimmer möchte kämpfen, besitzt drei Pokémon und setzt Quapuzzi ein. Los, Dodo. Das schaffst du. Heuler. Und jetzt fliegen, bevor er bei dir Hypnose benutzt. Nochmal. So, da reicht jetzt noch ein Furienschlag. Und ein Volltreffer? Nicht gut. Oh, verdammt. Und Dodo wurde besiegt. Vulpix. Da kannst du jetzt einfach ein Glut machen, das reicht auch. Aber du bist leider nicht schnell genug gewesen. Na gut. Tentacha. Wir wechseln nicht. Konfustrahl. Schade. Wir wechseln. Wobei. Ja doch, wir wechseln. Die kleinen, schwachen Tentachas kann Vulpix dennoch besiegen. Die wild auftauchen.
Biss. Jetzt kommt ein Simon. Wir wechseln gleich wieder zurück zu Turtok. Und dann kriegt das Simon eine Stärke ab. Es hat überlebt. Biss. Schwimmer wurde besiegt. Ups, ich habe verloren. 160 Pokédollar erhalten. Die Sonne hat mich wie ein Hähnchen gerüstet. Sonst weiß ich gar nicht, ob wir mit dem überhaupt geredet haben. Du hast gewonnen, aber ich kann noch beim Marathon und im Radrennen siegen. Da machen wir aber nicht mit. Tentacha! Oh. Machen wir Glut. Das sollte reichen. Ja. Noch ein Tentacha. Da machen wir jetzt aber dann doch den Kung-Fu-Strahl mal, oder? Nein, das kann keine Aquaknarre. Also Rutenschlag und Ruckzuckkick machen wir. Das kann aber Wickel. Wow. So, aber jetzt. So Leute, an der Stelle ist dann erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder in der roten Edition und übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao!